Hey Leute, wir waren im März mit unserem Patenkind Damian im Centerparks de Vossen-Mähren. Wir waren 2014 schon mal zu zweit hier gewesen und jetzt wurde es Zeit, dass wir den Park nochmal besuchen. Wir haben für 2 Nächte in der Wochenmitte nur 200 Euro bezahlt und das war wirklich sehr, sehr günstig, weil wir wirklich richtig viel dafür geboten bekommen haben. Zuerst haben wir natürlich das große Zentrum erkundet. Market Dome heißt das ja bei Centerparks. Wer uns kennt, weiß, wir sind normalerweise oft in Ruhmpott Parks unterwegs, also halt sehr, sehr günstige Centerparks-Alternativen. Und ja, das ist einfach hier ein Higher Level. Centerparks Vossen-Mähren ist auch ein 5-Sterne- oder ich glaube Birdies hieß das ja früher bei denen Park. Das heißt, mit einer der besten Parks, die es so gibt. Damian war auch zum allerersten Mal überhaupt in einem Centerparks und er war restlos begeistert. Also die ganzen Tiere im Zentrum haben ihm sehr, sehr gut gefallen. Er wollte die am liebsten stundenlang beobachten und auch ansonsten an jeder Ecke kann man ja irgendwas erkunden, irgendwas spielen und es war wirklich klasse. Ich glaube, wir hätten einfach noch viel länger bleiben können, es wäre nicht langweilig gewesen. Dann gibt es natürlich auch noch jede Menge Restaurants und so, die haben wir aber nicht genutzt. Die waren aber preislich, ja, natürlich etwas höher, aber da kann man durchaus auch mal hingehen. Hier seht ihr jetzt die Spielehalle, die haben wir uns am ersten Tag nur kurz angeguckt, da war auch relativ viel los. Ja, und wir waren dann am dritten Tag nochmal da, das kommt dann später noch im Video. Seit 2014 hat sich auch einiges weiterentwickelt. Dieser ganze Bereich hier mit diesem Indoor-Golf ist komplett neu seitdem. Ich glaube, damals standen hier so Spielautomaten und sowas. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, da kommt aber bald auch noch ein Video zu. Ja, und dann waren wir zuerst mal schwimmen. Ich bin Bahnen geschwommen und Damian schwimmt dann meistens neben mir her oder sitzt auf meinem Rücken oder spielt in der Zeit mit Dommi. Und dann waren wir draußen in diesem Korallenbad, wo man Taucherbrillen bekommt, dann runtertauchen kann und durch Scheiben Fische beobachten kann. Damian hat sich erst nicht so richtig getraut, weil er auch nicht so gerne taucht, aber auch dann hat er sich irgendwann überwunden und ist dann mit dem Gesicht ins Wasser und hat sich die Fische angeschaut. Das ist ja auch einfach wirklich spektakulär, muss man ja auch sagen. Ich glaube, schlau wäre es trotzdem, wenn man seine eigene Brille mitbekommt, weil die hier haben auch keine Bänder dran, die muss man die ganze Zeit so festhalten. Das heißt, nächstes Mal werden wir auf jeden Fall unsere eigenen Brillen mitbringen, auch für Damian dann eine kleinere. Ja, Domi hat dann diese riesige, ich glaube Monkey Splash heißt die Rutsche getestet. Wir waren in den Stromschnellen, was Damian richtig gut gefallen hat. Er kann ja auch noch nicht schwimmen und musste natürlich Schwimmflügel anziehen. Der war so schnell da drin. Ja, dann sind wir zu unserem Bungalow. Wir waren relativ nah am Zentrum. Es war immer noch so ein paar Minuten Fußweg, aber für Vossen-Mähren waren wir wirklich sehr nah dran. Genau wie in anderen Parks läuft das hier alles über dieses Chipkartenarmband. Damit kann man die Türe aufmachen, ins Schwimmbad und alles. Ja, und hier seht ihr jetzt den Bungalow. Da war erst eine kleine Toilette vorne. Und wenn man dann in diesen Hauptbereich reinkommt, war da halt Küche, Wohnbereich und auch ein Esstisch und alles. Ja, wir hatten 2 Schlafzimmer, einfach damit wir ein bisschen mehr Platz haben auch. Hier ist jetzt noch das Badezimmer. Das war jetzt das Schlafzimmer, wo Domi und ich schlafen wollten. Und dann haben wir uns überlegt, dass es ja schlau wäre, wenn wir vielleicht ein Bett aus dem anderen Zimmer noch rübertragen, damit wir zu dritt in dem Zimmer schlafen können. Und dann hat Damian das andere Zimmer als so eine Art Spielzimmer. Und wir können auf jeden Fall einen guten Blick auf ihn haben. Nicht, dass er da irgendwie nachts aus dem Bungalow rennt oder sowas. Man weiß ja nie mit Kindern, ne? Also haben wir dann das Bett rübergetragen und haben uns dann da eine große Liegefläche gemacht. Und in dem anderen Zimmer haben wir dann Lichterkette aufgehangen. Damian hat all seine Spiele eingeräumt und es war auch richtig schön. Dann haben wir erstmal seine Lieblingssuppe, nämlich Feuerwehrsuppe, gegessen und ein bisschen gespielt. Das Wetter war in Ordnung, ein bisschen regnerisch, aber es hätte auf jeden Fall schlimmer sein können. Von daher sind wir da nochmal los, haben uns abends nochmal das Zentrum angeguckt. Damian ist da so ein bisschen rumgeklettert und natürlich waren auch die Tiere wieder ein Highlight. Auf dem Rückweg haben wir dann noch einen kleinen Frosch entdeckt. Und ja, das war dann auch schon so ziemlich alles vom ersten Tag. Abends gab es dann noch Dino-Nuggets und wir haben ein bisschen an der Switch gespielt, Mario Kart und so. Und dann sind wir auch schon ins Bett gegangen. Am nächsten Tag war das Wetter leider auch kein Hit, aber wir haben erstmal lecker Frühstück gemacht und ja, Damian hat dabei fleißig geholfen und hat dann auch mit seiner kleinen Kinder-Temu-Kamera einige Bilder gemacht. Ja, ich habe jetzt immer die Bilder angehängt, die er gemacht hat und dann die Bilder, die ich von den Situationen gemacht habe. Wir haben dann mit seiner Plüschspinne Itchy ein Fotoshooting gemacht, die liebte er damals über alles und ja, er hat auch so Filter, die er da draufsetzen kann. Das ist jetzt ein Feuerwehr-Dino-Nugget, fragt mich nicht. Aber er hatte auf jeden Fall Spaß. Und ja, wie gesagt, dann kam unser Fotoshooting von der Spinne. Hier ist sie. Wir haben uns dann verschiedene Fotospots im Bungalow gesucht, wo er dann diese Spinne fotografiert hat. Und ja, die Bilder sind natürlich nicht besonders geworden. Aber er hatte einfach richtig Spaß. Und wir konnten so noch ein bisschen die Zeit überbrücken, bis wir dann auch los wollten. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass er genauso gerne fotografiert wie ich. Und ich denke, die Qualität der Bilder wird dann auch mit besserer Kamera und
steigenden Fähigkeiten auch besser werden. Dann sind wir aufgebrochen, Regenklamotten an und wir sind zuerst mal zur Nature Lodge gelaufen. Hier seht ihr jetzt Minigolfbahn und so. Und zur Erklärung, Center Parks hat jede Menge Aktivitäten, die man für Geld buchen kann, aber auch einige kostenlose Aktivitäten. Und die wollten wir uns mal anschauen. Und ich hatte eine Ranger-Führung gebucht, wo man mit einem Ranger im Wald eine Hütte baut. Lustigerweise hatten die anderen 12 Personen, die haben nicht abgesagt, die sind einfach nicht gekommen. Das heißt, wir waren zu dritt mit der Rangerin alleine. Die hat uns dann in den Wald geführt und uns erklärt, wie man so eine Hütte bauen kann. Und dann haben wir zu dritt, anstatt mit 15 Leuten, haben wir einfach nur zu dritt dann so eine Hütte gebaut. Das war ganz schön anstrengend, hat fast eine Stunde gedauert. Aber wir waren am Ende natürlich sehr stolz auf unser Werk und Damian hatte auch Spaß. Ja, dann sind wir zurück ins Zentrum, direkt zur nächsten kostenlosen Aktivität, denn ich hatte eine Führung durch das Korallenbad gebucht. Wir haben ja eben die Bilder gesehen, die wir mit Taucherbrille von innen gemacht hatten, als wir gestern im Schwimmbad waren. Und jetzt wollten wir mal schauen, wie das Ganze dann so von außen aussieht, also hinter den Kulissen quasi. Da waren wir dann auch ein bisschen mehr Leute. Ich glaube, wir waren 6 oder 8 Leute, waren wir in diesem Technikraum hier mit den ganzen Pumpen und allem. Und ein Mitarbeiter hat uns sehr freundlich alles erklärt. Er hat auch extra wegen uns Englisch gesprochen, alle anderen waren niederländisch. Ja, deswegen, das war sehr, sehr nett. Dann konnten wir erst auf der einen Seite reingucken. Da sind dann quasi die kleinen und bunten Fischchen, die ungefährlichen, sage ich jetzt mal. Und auf der anderen Seite, in dem größeren Bereich, sind dann die größeren und auch gefährlicheren Fische, auch die Haie und Moränen und alles. Dann konnten wir von außen mit Handschuhen die Fische füttern. Der Mitarbeiter hat dazu so Innereien und Fischköpfe und alles vorbereitet und wir durften das dann da reinwerfen. Und das war auf jeden Fall richtig cool, wie die Fische dann abgegangen sind. Da kamen die richtig nah, wir konnten auch die Haie sehen und alles. Das war sehr, sehr cool. Und wie gesagt, hat uns keinen Cent gekostet, war komplett kostenlos. Also Respekt dafür, richtig, richtig toll. Dann sind wir weitergegangen und waren an diesem Festplatz hier. So wie ich das verstanden habe, schmücken die den je nach Jahreszeit und da haben wir dann erstmal Marshmallows gemacht. War auch eine kostenlose Aktivität, wo wir zufällig vorbeikamen und dann hat Damian sich sein eigenes Stofftier gebastelt. Dazu konnte er sich ein Tier aussuchen, hat sich für eine Giraffe entschieden und wir haben dann die Füllung da reingestopft. Dann gab es noch so eine Taufurkunde, er hat die Giraffe sehr einfallsreich Giraffi genannt. Und dann sind wir weiter spaziert. Hier seht ihr jetzt im Hintergrund Bilder von diesem Ponyreithof und auch vom Bauernhof. Ich erzähle aber noch mal kurz zu diesem Stofftier-Dings. Wir hatten auf jeden Fall Gutscheine für Aktivitäten. Ich glaube, ein Gutschein war 15 Euro wert. 10 oder 15 Euro, ich weiß es gar nicht. Nee, 10 Euro. Also wir hatten quasi Gutscheine im Wert von 30 Euro. Und die haben wir dann alle für dieses Stofftierbasteln draufgehauen. 25 Euro hat das gekostet, also 5 Euro haben wir quasi verschenkt. Aber ansonsten wussten wir auch nicht so wirklich, was wir mit Damian machen konnten. Denn diese Gutscheine sind richtige Scheiße, muss ich ehrlich sagen. Man kann mit zwei in die Sauna und so, aber mit Kindern ist das echt doof, da jede Menge Aktivitäten haben gar nicht stattgefunden und beim Fahrradverleih galt das nicht für das Familienfahrrad und so, deswegen war das auf jeden Fall die beste Alternative. Damian war glücklich und dann sind wir weiter zum Indoor-Spielplatz, zu diesem Discovery Bay hier. Wir waren komplett überfordert, da gab es irgendwie 3 oder 4 verschiedene Eingänge, wir wussten erstmal gar nicht, was wir machen sollen, sind dann durch so einen Wasserfalleingang rein und innen drin ist dann eine riesige, riesige, riesige Halle, alles so im Piraten- und Bucht- Motto mit Sand und so, wo dann die Kinder spielen können. Domi und ich haben uns dann erstmal ein bisschen ausgeruht und dann bin einmal ich eine Runde mit Damian gegangen und einmal Domi und das ist wirklich riesengroß, weitläufig und richtig cool gemacht. Also da kann man klettern, rutschen, mit Wasser spielen, mit Sand spielen, auch Pirat spielen mit Kanonen und alles. Hier sind wir jetzt auf dieser Hängebrücke oben und seht ihr Domi sitzen. Also ich habe noch nie so einen krassen Indoor-Spielplatz gesehen. Alleine hier hätte man wahrscheinlich auch den ganzen Tag verbringen können. Ich glaube, wir waren nur so 2 Stunden oder so da. So, das sind jetzt die Aufnahmen von Domi, der mit Damian rumgelaufen ist. Die sind dann in so einen Innenbereich gegangen, wo dann noch so Totenköpfe und so waren. Alles war auch beleuchtet. Da waren auch noch so Aquarien. Also es war einfach so viel, man konnte gar nicht alles filmen. Und wir hatten auch richtig Glück, dass nicht so viel los war. Wir waren zu dem Zeitpunkt auch schon richtig platt, weil der Tag war ja super lang gewesen. Angefangen mit dem Fotoshooting, dann die Ranger-Führung und alles. Ja, wir sind dann langsam zurück zum Bungalow gegangen. Damian hat noch ein paar Erdnüsse für die Eichhörnchen rausgelegt und Vogelfutter. Dann gab es Dino-Nudeln und wir haben den Tag dann gemütlich ausklingen lassen, wieder ein bisschen gezockt. Die beiden haben noch den Kamin angemacht und ja, es war richtig schön und gemütlich. Ich glaube, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie 20.000 Schritte. Ich will gar nicht wissen, wie viel Damian hatte.
Man muss schon sagen, Center Parks ist da einfach eine ganz andere Liga als die anderen Bungalow-Parks, aber ist natürlich auch deutlich teurer. Also am Wochenende oder in den Ferien absolut unbezahlbar, wie ich finde. Ja, hier seht ihr jetzt noch die Spiele, die wir gezockt haben. Dann sind wir ins Bett gegangen und am nächsten Tag hieß es dann auch schon Tschüss Bungalow. Wir sind dann nochmal ins Zentrum und Damian durfte sich von seinem Taschengeld, was er von seiner Mama bekommen hat, ein bisschen was aussuchen im Supermarkt. Das hat gefühlt Stunden gedauert, bis er sich entschieden hatte. Und dann sind wir nochmal schwimmen gegangen. Ach nee, er sucht immer noch aus. Okay, so jetzt aber. Dann sind wir nochmal schwimmen gegangen. Das war jetzt auch richtig cool, weil wir ja am Tag davor einen Blick hinter die Kulissen bekommen hatten. Und es war auch nicht so viel los. Also sind wir nochmal raus und haben uns dann auch nochmal gezielt die Haie und so angeguckt, weil wir jetzt natürlich wussten, wo die sich verstecken. Und ja, das war einfach sehr, sehr schön. Damian ist dann noch mit Domi auf den Röhrenrutschen und überall gewesen und ganz am Schluss dann noch auf der Wildwasserbahn. Ja, es ist einfach wirklich toll. Also ich weiß nicht, wir hätten wahrscheinlich auch 14 Tage mit ihm da bleiben können. Es wäre einfach super cool gewesen. Ja. Dann ging der Aufenthalt auch langsam schon zu Ende. Ganz zum Schluss sind wir dann noch in die Spielhalle gegangen. Ich war an so einem Candy Crush Automaten und Damian und Domi waren an diesem Mr. Claw Greifautomaten, haben sich da irgendwas rausgeholt. Ja, und dann war es auch leider schon vorbei. Also sehr, sehr schade, aber es war wirklich genial und jeden Cent wert. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Also bleibt dran, bis zum nächsten Mal.